Was ein Augenschmaus. Apropos neuen Live-Moderation und Dachschaden. Ja. Wir suchen vier deutsche Städte. München, Köln, Bonn und Ulm. Bleiben Sie mal am Telefon. Ja, Sie kriegen Gratisanrufe. Was passiert, Digga? Ja, ich zeige euch meinen Favorite neuen Live-Ausraster, okay? Oder nicht Ausraster, aber Moment. Er hier. Antwort sagen. Und vielleicht sogar Gold bedient sein. Ich kriege so nochmal 100 Euro oben drauf. Jetzt lass das mal richtig krachen hier. Jetzt will ich aber hier mal richtig Paletti sehen. Hallo, wer ist in der Leitung? Franz. Wer ist da? Der Franz. Franz, du bist aber keine 18. Halt's Maul. Nee, halt ich nicht. Mein Lieber, bitte über 18 Jahre alt sein. Mein Lieber, wenn ich dich irgendwann auf der Straße sehe. Halt's Maul. Es gab noch ein anderes, Bro. Hallo. Hallo, hier ist der Thomas. Thomas, wie alt bist du, Thomas? Ich, 29. Das glaube ich dir nicht. Wann bist du denn geboren, Thomas? Okay, ich bin 11. Okay, du darfst nicht spielen. Du bist zu jung, wirklich. Das tut mir leid. Okay, Thomas. Das ist... Mach's gut. Leg mir Arsch. Ja, das meinte ich. Ach, classic, Bruder. Welches Foto passt? 0139444409. Was zum Fick ist das? Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Das ist auch stark, auch ein Ultra im Classic. Das ist der doch... Heinz. Hallo? Ja, ihr müsst jetzt den Arsch in der Hose haben und am Telefon bleiben. Nicht auflegen, ja? Wenn ihr richtige Männer seid, bleibt ihr jetzt am Telefon und legt... Ja, nicht auflegen, ja, ja. Ja, ja, die Rechnung läuft. Folge geschrieben. Was? Josephine, wenn du eine richtige Frau bist, bleibst du jetzt am Telefon und legst nicht auf, ja? Warum? Warum? Weil wenn du auflegst, bist du feige, ja? Okay. Ja, also dranbleiben. So, von wo aus rufst du an? Seit 5 Jahren. Von Nürnberg. Von Nürnberg. Nürnberg. Ja, wer ist da im Hintergrund? Quasi 50% deiner. Wer ist da im Hintergrund? Meine Schwester. Und wie heißt die Schwester? Na? Wie heißt die Schwester? Bruder, er baitet so krank, das ist Money. Linolia. Wie heißt die Schwester? Linolia. Julia heißt die Schwester. Linolia. Venolia. Ja. Ja. Und wie heißt du? Josephine. Josephine? Josephine. Wo ist denn die Mama? Die ist nicht da. Wo ist sie denn? Weg. Wo denn? Weiß ich nicht. Wie alt muss ich denn sein, um hier mitzuspielen? 18. Wie alt bist du denn? Ich werde 14. Oh, das kann man gelten lassen. Sag ich jetzt mal. Ob jetzt 14 oder 18 ist eigentlich egal, oder? Digga, ich werde 14, Bro. Man war einfach mal irgendwann in einem Alter, wo man nicht sein richtiges Alter gesagt hat, sondern man hat einfach gesagt, wie man demnächst wird. Bruder, das Image, das würde man mit so 26 machen. Jemand fragt so, wie alt wirst du? Ich werde 27. Digga, halt deine Fresse, du und so. Und was für. Ich würde sagen, das ist noch. Ich wollte gerade sagen, es ist noch schlimmer, als wenn Leute sagen, ich bin 26 Jahre jung. Aber das ist schlimmer. Ich bin Level 26. Digga, Bro. Boah, oder schätz mal, Bruder, halt deine Fresse. Vor allem, man schätzt halt mit Absicht immer jünger, als man eigentlich denkt. Man denkt so, Bruder, du siehst aus wie 45. Und dann sagt man so, 35. Und dann sag ich so, ja, ist richtig. Und dann denkst so, Bruder, du siehst so scheiße aus. No, Joe, du siehst so scheiße aus. Du siehst aus wie 10 Jahre älter. Oh mein Gott, alt genug, auch stark. Boah, halt deine Fresse, wirklich. Wirklich, oder so Leute, die so wirklich aussehen, Bro, wie so fucking Jabba the Hutt, Bro. Und dann so sagen, die sind so 23 und denkst du so, Bruder, halt deine Fresse. Sag einfach dein richtiges Alter, das ist so unfassbar unangenehm. Das ist so unfassbar unangenehm. Sag einfach dein Alter, Bro. Digga, Bro, chill doch. Nein, das fuckt so ab. Wirklich, Leute, die ihr Alter nicht sagen. Baujahr ist auch Classic. Aber Baujahr finde ich nicht schlecht. Baujahr 97, Digga. Baujahr finde ich gut.
Digga, Baujahr. Baujahr, sagt Basti. Ja, ja, voll. Und da musst du rechnen, Junge. Ach, scheiße, ey. Das ist der beste 9 Life Rage. Ja, Mann, fühle ich. Ja, sorry, ist mein Fehler gewesen. Sorry. Lösung, bitte. Ja, ich würde sagen, Meerschweinchen. Meerschweinchen. Wie viele Haas hat Meerschweinchen? Wie viele Haas hat Meerschweinchen? Ja, ich muss gleich in die Klapse. Ich muss gleich in die Klapse. Mir versagt die Stimme. Ich drehe gleich alles zusammen. Wollen Sie mich ärgern? Sagte mal Meerschweinchen, Elefant, Dackel, Pferd. Was Sie mir alles für Lösungen nennen. Nilpferd oder was? Kein Wunder, warum noch alle Lösungen dran stehen, wenn Sie vorm Fernseher sitzen und so einen Quatsch erzählen. Zugeschlagen. Lösung bitte. Ja, hab ich. Hab ich, so. Ist es leider nicht, aber gute Antwort. 3, 2, 1, 6. Wenigstens hat Habicht ein Haar. Wenigstens hat der Anrufer das... 6,5 Stunden. Habicht! Habicht hat 2 Haar! Das werden wir jetzt... Ich bin schon genauso blöd. Genauso blöd bin ich. Zugeschlagen. Lösung bitte. Oh Gott. Hallo! Die Kuh. Die Kuh! Wie viel Kuh hat das Haar? Wie viel Kuh hat das Haar? Wie viel Kuh hat das Haar? Aber ich bin schon völlig bescheuert. Habicht! Dackel habe ich auch schon gehört. Elefant! Nilpferd, der ganze Schrott! Zugeschlagen. Bruder, welchen Sinn hatte der Hotbutton bei dieser Sendung eigentlich? Kein, oder? Das sollte einfach nur baiten, Bro. Wenn der eine Hotbutton abgelaufen ist, ging einfach ein neuer los. Das Ding ist aus Ton. Das Ding ist... Boah, das ist so, als würde ich so sagen, hey Leute, in einer Minute passiert was Krasses. Ist aus Ton! Genau. Zugeschlagen, Lösung. Und dann bitte. Passiert nichts und ich, oh, ich mach's einfach neu. Ich mach's nicht, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Warte, Abschnitt, noch 45 nicht. Sekunden, dann geht's los. Ich mach's nicht. Ich schmeiß diese Vase nicht runter. Ich mach es nicht, Dirsch. Da muss ich ausflippen! Da muss... Digga, ey. Diese Sendungen gibt's nicht mehr, oder? Gibt es sowas noch? Weiß es jemand? Ich glaube, die wurden die verboten oder so. Ich weiß nicht. Also ich meine, dass es das nicht mehr gibt. Teilweise. Boah, Bro, das ist absolut scuff, Bro. 2 Sekunden. Oh, der Hotbutton, Chat. Der Hotbutton ist abgelaufen. So, wen habe ich denn in der Leitung? Mago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was ist deine Antwort? Oh, warte, ich habe den Stream aufgemacht. Das ist ein bisschen unangenehm. Mago, was ist deine Antwort? Tier mit exakt einem Haar. Alles klar, perfekt, Digga. Mega geil. Mega geil, Bro. Mhm. Das hier ist auch stark All-Time Classic, ist das. Wir spielen das Spiel, ja, nein. Sie dürfen nicht ja und nicht nein sagen. So. Ja, Begrüßungsvideo habe ich offen. Hallo? Hallo? Ja, wer ist denn da? Ja, Esther. Frau Esther heißen Sie? Ja. Frau Esther, Sie dürfen nicht ja und nicht nein sagen. 60 okay. Sekunden lang, okay? Bisher zweimal draußen. Ja. 3, 2, 1, los. Also einmal mit der roten Kuh und einmal... Frau Este! Ja. Okay. Frau Este, Sie dürfen nicht ja und nicht nein sagen, okay? Nicht ja und nicht nein. Nicht ja und nicht nein. Dürfen Sie nicht sagen, okay? Ja. Für 50 Sekunden. 3, 2, 1, los. Frau Este! Ja. Okay, Frau Este. Sie dürfen nicht ja und nicht nein sagen, egal was ich Sie frage. Bruder, das können doch keine echten Menschen sein, Bruder. Willst du mir erzählen, das sind echte Menschen? Niemals, Bro, niemals.